Und damit herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 3. Ja, in der letzten Aufnahme waren wir ja vor allem im Kloster. Haben wir ja auch wieder jemanden getroffen. Wie ist sie denn? Wenigstens ihr, wie sie nur heißt. Dann sehen wir ja. So, wo wollten wir jetzt eigentlich hin? Ah, genau. Ehemalige Cerberus-Wissenschaftler finden. Dann fliegen wir gleich mal hin. Da fliegen wir doch gleich mal hin und landen. Ist ja nicht mit dabei. Okay. Mal sie mit. Und war sie mit. Ja, wieder zwei Frauen mit. So. Brauchen wir hier ja nicht, wa? Da könnten wir ja mal gucken. Macht zwar mehr Schaden. Jetzt da noch Mutz drin mache. Ziehen. Kann man machen. Kann man machen. Hier können wir auch noch was machen. Magazin. Warum hat der ja nicht? Na, lassen wir jetzt so. Gut. Erstmal hier hin. Gut. Okay, hier haben wir noch zwei. Können wir nicht mehr. Okay. Können wir nicht mehr. Dann nehmen wir mal. Wie sieht's aus? Wie lange sitzen die Wissenschaftler hier schon fest? Wir wissen kaum was. Sir, ich empfange Funkverkehr von Cerberus-Männern, die das Depot angreifen. Die Wissenschaftler angreifen? Und so wie es sich anhört, sind noch weitere Soldaten unterwegs. Setzen Sie uns ab und verschwinden Sie. Ich brauche diese Wissenschaftler lebend. Ich war gerade vom Sturm. Kommt mir der bekannt vor. Ich verstehe, warum Cerberus diesen Ort verlassen hat. Verdammt kalt hier. Schon gut.
Bleiben Sie einfach in Bewegung. Was haben diese Leute getan, um so eine Aktion zu rechtfertigen? Alles gesichert. Sind noch Zivilisten am Leben? Na, bauen wir mal offen. Ich werde es überleben. Glaube ich. Hier ist Commander Shepard von der Allianz. Keine Feinde im Augenblick. Öffnen Sie die Tür. Ist Jacob da? Es ist okay, Bryn. Sie denn hier? Ich soll diese Leute vor dem Unbekannten und seinen Kampfhunden beschützen. Sind sie weg? Jetzt schon, doch sie kommen wieder. Sind sie okay? Ja, das geht schon. Wenn sie mich nochmal retten, bin ich ihnen langsam was schuldig. Diesmal geht's aufs Haus. Hey, auch schön, Sie zu sehen. Danke, auch an Sie. Shepard, das ist Dr. Bryn Cole. Sie hat hier das Sagen. Was geht hier vor? Sie sollen zu Cerberus gehören. Wir sind Ex-Cerberus, größtenteils Wissenschaftler. Zivilisten? Sagen wir Flüchtlinge. Wären wir nicht weggelaufen, wären wir jetzt tot. Warum will der Unbekannte Sie töten? Unsere Geschichten haben in etwa dasselbe Thema. Wir haben mit Daten von der Kollektorenbasis an diversen Komponenten einer höheren Technologie gearbeitet. Sobald jemand mit seiner Komponente fertig war, ist er verschwunden. Keine Leiche. Nur verschwunden. Bei jedem Fortschritt dachten wir würden gegenseitig unsere Todesurteile unterzeichnen. Der Unbekannte spaßt nicht. Was er nicht kontrollieren kann, vernichtet er. Dieser Brain Trust muss ein herber Verlust für ihn sein. War doch klar, dass man sie finden würde. Wir sind eine ziemlich schlaue Gruppe. Wir hatten uns abgesichert. Aber der Unbekannte ist ein beharrlicher Mistkerl. Jetzt evakuieren! Ja, ich muss nur die Flugabwehrgeschütze auf dem Dach wieder online kriegen. Cerberus stört sie. Ohne diese Geschütze bläst Cerberus unsere Rettungsshuttles einfach vom Himmel. Könnte am Netzwerklink liegen. Ich check das. Wir treffen uns oben. Jemand sollte sich diese Wunde ansehen, Jacob. Ja, das wird schon. Ich muss nach meinen Leuten sehen, Commander. Kommen Sie rauf, sobald Sie können. Machen wir. Sie kennen diesen Jacob? War der auch bei Cerberus? Er hat mir geholfen, die Kollektoren aufzuhalten. Nicht unbedingt benötigte Ausrüstung und Habseligkeiten. Können Sie sich... Ach ja, das hört sich ja richtig nett an. So, schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Commander Shepard, ich habe von Ihnen gehört. Noch ein Cerberus-Überläufer, wie es scheint. Etwas in der Art. Dr. Gavin Archer, wir haben wohl beide den Unbekannten hintergangen, jeder auf seine Art. Wie sind Sie hierher gekommen? Meine Forschung für Cerberus hat vielen Leuten geschadet. Ich habe Dinge getan, die kein Mensch tun sollte. Da war ich also, mit Blut an den Händen. Blut, das ich nie abwaschen konnte.
Dem Unbekannten war das egal. Er sagte, unser Ziel sei größer als jedes Opfer, das wir bringen müssten. Das passiert, wenn man sich mit dem Teufel einlässt. Also hat der Unbekannte Ihre Kündigung nicht angenommen. Für einen Mann, der gerne Vorträge über die Grautöne der Moral hält, ist sein Weltbild ziemlich schwarz-weiß, sobald es um Gehorsam geht. Entweder du machst mit, oder du stirbst. Wie sind Sie hierher gekommen? Meine Forschung für Cerberus hat vielen Leuten geschadet. Ach, das hatten wir ja schon. Ich habe Dinge da war ich halt. Das passiert, wenn man sich mit dem Teufel einlässt. Woran haben Sie bei Cerberus gearbeitet? Es nannte sich Projekt Overlord, ein Experiment, um gewaltlose Methoden zu finden. Zur Kontrolle der Geth. Das scheint gar keine schlechte Idee zu sein. Ja, aber wie alles, was der Unbekannte anfasst, wurde auch meine Arbeit in gewisser Weise korrumpiert. Nur so viel, es nahm kein gutes Ende. Was ist schiefgegangen? Das war purer Zufall, leider. Die Geth reagierten nicht auf meine Versuche, mit ihnen zu kommunizieren. Bis mein jüngerer Bruder David einen Durchbruch erzielte. Er war Autist, mit mathematischer Inselbegabung. Er beherrschte in kürzester Zeit die Sprache der Geth und kommunizierte mit ihnen. Das heißt also, er konnte direkt mit den Geth sprechen? Zunächst nur rudimentär. Und deshalb beschloss ich, den nächsten Schritt zu gehen. Ich schloss David direkt an ihr Netzwerk an. Es kam zur Reizüberflutung. Kein Gehirn, nicht einmal das eines Genies, kann diese Informationsmenge verarbeiten. Es trieb ihn in den Wahnsinn. Ist das die Frage, hat er eine Wirehabt? Hat David das freiwillig gemacht? Der Unbekannte wollte Ergebnisse und ich wollte ihn zufriedenstellen. Zuerst schien es harmlos zu sein. Also haben Sie Ihren Bruder dazu gezwungen? Glauben Sie mir, ich durchlebe diesen Albtraum jede Nacht. Er drehte durch. Sein Geist wurde zu einem Computervirus und infizierte unsere sämtlichen Systeme. Er tötete Dutzende Labormitarbeiter. Am Ende mussten wir über der Basis Nuklearwaffen zünden, um den Amoklauf zu beenden. Oh Gott, das war's, Doktor. Ich weiß zu schätzen, dass Sie uns helfen, hier rauszukommen, Commander. So. Der Unbekannte ist ja schon nicht hier. Okay. Waffen brauchen wir ja nicht. Mal hier noch. Die Techs der Stockholm-Zelle sollen ihre eigenen Kisten packen. Oh, cool. Dann können wir gleich mal ausrüsten. Ist ja schon. Super. Was ist mit euch hier? Mit euch kann ich nicht quatschen. Okay. So. Okay. Die Proben vom Projekt Mia müssen mit dem zweiten Shuttle rausgehen. Ich habe schon eine Kiste fallen lassen, weil meine Hände so stark gezittert haben. Wir werden es schaffen. Wie ist der Status der Geschütze? Ist noch nicht so weit. Meine besten Leute arbeiten daran. Wie viele Wissenschaftler sind hier? 43 plus Forschungsassistenten. Wie konnten Sie es bei so vielen geheim halten? Wer um sein Leben fürchtet, ist zu vielem imstande. Bryn, ich kann die Komponenten für die genetische Verstärkung unmöglich rechtzeitig abbauen. Tut mir leid, Doktor. Die Arbeit ist wichtig, aber Sie müssen sich um Ihre Familie kümmern. Moment, hier gibt's Familien? Kinder? Das ist wirklich der Gipfel. Die haben also ihre Angehörigen mitgebracht? Ja, wir haben hier 17 Kinder. Partner, Ehepaare, Eltern. Ich habe diesen Leuten eine Zuflucht versprochen. Ein neues Leben ohne Cerberus. Ich hatte nur nie gedacht, dass der Unbekannte... Darauf baut das Böse, dass die Guten sich's nicht vorstellen kann. Okay, alle, die noch da sind, kommen hier lebend raus.
Diese Flucht muss präzise durchgeführt werden. Ich hatte gehofft. Wir haben alles versucht, um das hier zu vermeiden. Wie sieht's aus? Weiß nicht. Von hier kann ich's nicht reparieren. Ich gehe aufs Dach. Da ist gerade ein Cerberus-Shuttle gelandet. Sind Sie dabei? Sie sind verletzt, Jacob. Ich kümmere mich um die Geschütze. Niemals. Das sind meine Leute. Ich gehe. Nach einer geglückten Selbstmordmission kriegen Sie nicht gleich eine zweite. Okay. Ich lotse Sie von hier aus durch. Cerberus stört wahrscheinlich den Satellitenlink. Sagen Sie, wenn Sie die Steuerung gefunden haben, dann gebe ich Ihnen den Code. Alles klar. Da hoch. Okay. Hallo? Na, haben wir das oder haben wir das nicht? Sind Sie okay? Wie war's denn? Warten Sie kurz. Verrückt. Ich hätte nicht gedacht, Sie je wiederzusehen. Das Gefühl kenne ich. Wie sind Sie zum Söldner geworden? Lange Geschichte. Ein Angebot von Leuten, die mir was bedeuten. Ich konnte nicht ablehnen. Es scheint Ihnen gut zu gehen. Es sind tolle Leute. Sie kämpfen für ihre Ideale. Das mag ich. Ich habe meinen Platz im Leben gefunden. Ja, und sein Vater. Denken Sie noch dran, was Ihrem Vater passiert ist? Es verfolgt mich eher. Was ist passiert, Jacob? Warum arbeiten Sie an einem Ort wie diesem? Nach unserer Rückkehr. Naja, wenn man eine Selbstmordmission überlebt, sieht vieles anders aus. Ich habe Cerberus verlassen, alles aufgegeben und war eine Weile am Mittelmeer. Hab sie aus den Augen verloren. Und was haben Sie beim Meditieren an der frischen Luft gelernt? Dass ich nur für Dinge kämpfen sollte, die mir etwas bedeuten, die mir am Herzen liegen. Wir könnten sie brauchen. Verlockend, Shepard, aber es gefällt mir, wo ich bin. Ich bin wichtig für diese Leute. Ich will ein Leben. Ich will eine Familie. Alles klar, verstehe schon. Nein, Shepard, in Normandy ist ihre wahre Liebe. Manchmal möchte ich sie schon gern zum Teufel schicken. Nein, das können sie nicht. Was ich tun muss, ist, die Leute hier rauszubringen. Stimmt. Gehen wir es an. Gut. Haben wir hier noch? Ah, hier ist noch was. Alles mitnehmen hier. Ich will nicht für die Rettung dieser Daten sterben. So. Diese Zivilisten hatten keinerlei Chance, da lebend rauszukommen. Schlecht ausgerüstet, Waffen offline. Es wäre ein Massaker gewesen. Gut, dass wir da sind. Würde man jetzt stark behaupten. Wir können nicht. Da, vor uns. Na, warte mal. So, mal rein hier auf den Meter. Rein auf dem Dach! Hat er ein Schild? Na gut. Haut der kleine Wichser auch noch ab hier. Komm ran hier.
Wir müssen den Satellitenturm finden. Da steht aber jemand, oder? Aber nur mit hier. So. Speichern wir mal voll. Ah ja, und jetzt. Jacob, die Schüssel müsste jetzt wieder online sein. Korrekt, aber die Geschütze sind es immer noch nicht. Sie müssen sie manuell aktivieren. Gehen Sie zurück zur Vorderseite der Anlage. Weitere Feinde auf unserem Weg. Cool. Das ist echt geil. Mega zieh wieder hoch. Hallo. Au. Au. Über uns. Sie fliegen von oben ein. Alter, diese Rauchgranaten sind doch schlimm. So, hab ich jetzt hier. Gut. Geht doch. Hm? Komme ich hier eigentlich wieder hoch?
an dem Geschütz, Shepard. Na, ganz toll. Wir müssen ihn von dem Geschütz wegholen. Vorrücken, unten bleiben und Deckung suchen. Das funktioniert nicht. Hier? Da unten seid ihr. Wir müssen da rauf und die Flugabwehrgeschütze manuell aktivieren. Na gut. In den Müll gebracht, oder? Sind die Abwehrgeschütze bestimmt, wa? Probier jetzt einfach mal. Hä?